Resident Evil 6. Ich will die ganze Zeit hier mit meinem Controller den Stick bewegen, dann ändert sich die Steuerung bei mir immer. Ja, habe ich bei mir auch teilweise, dass dann halt angezeigt wird, dass ich jetzt eigentlich hier Controller-Einstellungen habe, aber obwohl, wie gesagt, ja eigentlich schon längst mit dem Controller arbeite. Ja. Oh, Chris Redfield! Freut mich, Sie wohl aufzusehen. Moment, haben Sie uns gerade befreit? Und die Helden des Tages sind... Sie sind Ihrem Vater ähnlich. Woher wussten Sie wo? Halt, Moment mal. Hast du ihn gekannt? Mhm. Ja, habe ich. Und ich habe ihn getötet. Oh, oh, du hast meinen Vater getötet? Ja, aber das war schon von gestern, ne? Ja. Sherry, du warst ich werde Chris Redfield erschießen. So ist es. Chris? Er sollte nicht so laut kläffen. Captain? Wir regeln das unter uns. Ja. Nimm die Waffe runter, PS. Ich bin Chris Redfield. Los. Schießen Sie. Ja. Sie haben allen Grund. Na, ich erschieß dich. Aber ist Sie die Redfield Bloodline zu Ende? Sonst ist alles verloren. Du wagst es, mir Befehle zu geben. Ich meine Schwester. Waffe runter. Los. Ja, kennst du dich ja nicht die Meme-Compilation? Das war's. Kann ich dir nachher schicken? Hast du nur Befehle befolgt? Oder war es persönlich? Beides. Ich wollte seine Sonnenbrille. In 3 Sekunden jag ich ihn eine Kugel in den Kopf! Waffe. Waffe runter! Ich dreh gleich durch! Jetzt habe ich dir den Namen verpasst! Wie fühlt sich das an? Du hast mein Gesicht ruiniert. Hier geht es um viel Wichtigeres als dich und mich. Wir müssen weg! Jake! Ich weiß! Ja, ich weiß. Okay. Leute, das hier scheint eine Art Aufzug zu sein. Ja. Und das noch einer. Lauf raus hier! So, aber wir müssen nicht die ganze Zeit von dem Ding wieder rum wegrennen. Ey. Ja. Ah, da ist die ganze Welt infiziert. Ja. Fröhlich Weihnachten, Leute. Die ganze Welt ist infiziert. Ausgezeichnet. Was zur Hölle ist das? Das Ende der Welt. Wenn wir es nicht stoppen. Also, wenn dieser riesige Kokon schlüpft, haben wir Probleme. Hey! Nur ein paar. Wir müssen hier weg und das HQ warnen. Hier da hinten, macht hin. Ja, macht hin. Sie hätten wirklich nicht so viel aufs Spiel setzen müssen. Wesker hat es nicht anders verdient. Sie haben das Richtige getan, für das Wohl der Menschheit. Aber er war sein Vater. Er hatte das Recht, es zu wissen. Auf jeden Fall wird es nie langweilig, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Sorry, es war nie leicht, mein Partner zu sein. Sobald wir hier raus sind... Die kriegen voll auf die Fresse da unten. So, oh, ihr wieder, ihr Jarvis. War gar nicht gesehen, ja. Spar dir die Vorträge, okay? Wir müssen einen Ausgang finden. Ich wollte doch nur... Wenn das vorbei ist, sprechen Sie bitte mit Chris. Ganz in Ruhe, okay? Das ist meine Sache. Ja. Und ich will jetzt nicht an diesen Trottel oder meinen Vater denken. Dafür habe ich Zeit, wenn wir hier jemals rauskommen. Keine Sorge, Leute, ich rette euch. Aktion! Was ist gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. Aber hier... Nimm ein paar Tic-Tacs. Ich habe einen Granatwerfer eingesetzt. Habe ich irgendwas getroffen? Du hast dich wahrscheinlich selbst getroffen. Ja, hier ist doch gar nichts. Wollte nur die mein Leute Fuß. Da hinten retten. Mein Fuß in dein Gesicht. Eine hervorragende Kombination. Oh Mann. Sniper. Raketen. Einfach da runtergeschubst. Nee.
Da, du Leiden. Komm her. Ah, bewegt so, unser Boot. Küsst euch. Nein, ich treffe nicht. Bewegt sich halt. Zieht gar nicht auf uns, aber egal. Uah, der zieht auf mich. Aua. Den kannst du jetzt wagen. Und ja. Du. Und auch du. Und Boot. Küsst euch. Ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht. Nein, der schießt schon wieder auf mich. Ich roll. Er hat auf mich gezielt. Oh Gott. Echt? Ja, jetzt bleibt natürlich alles stehen. Ich muss nachladen. Oh, sehr gut. Jemand hat den weggeschossen. Boah. Ich stand da gerade einfach rum und hab's einfach auf mich ergehen lassen. Hallo. Guck, dieses Albtraumviech. Nein, bitte nicht. Ja, wir stoppen uns ja nicht damit. Wir sind da weggerannt. Ja. Vorsicht! Vorsicht! Patsche Händchen! Nicht wie mein Vater. Und ich sorge dafür, dass das auch so bleibt. Wir verschwinden. Und dann rettest du die Welt. Genau. Sie haben recht. Dann los. Na dann mal los. Na dann mal los. So. Okay, was wird unser Szenario noch sein? Entkommen Sie aus der Unterwasserbasis. Wo ist der Ausgang? Er muss ganz nah sein. Also laut Karte müssen wir links lang. Ich schau lieber nochmal auf mein Navi. Sag, bitte links abbiegen. Und gucken wir mal. Jetzt rechts abbiegen. Okay, schwere Granate hier. Bekommen. Bitte warten. Bitte warten. Bitte Knopf. Route wird neu geladen. Ja, sieht wieder einladend aus. Das ist ja großartig. Da müssen wir hin. Warum hab ich das Gefühl, als ob wir jetzt gleich auf einen Boss treffen? Ja, auf wen sollen wir ihn jetzt schon treffen? Wir sind hier über einem Schmelztiegel. Und diese Kulisse ist gerade perfekt für einen Final. Oh. Sieh mal an. Wie der Hund schon wieder noch gefunden hat, ey. Ja. Wie ist er bitte schön aus Versehen unter Wasser irgendwie gelandet und hat uns gefunden? Das ist ein Flex. Ja, ich war klein genug. Der hat mich sowieso nicht getroffen. Jetzt hat er also einen Morgenstern bei sich. Ja. Reichst du mit diesem Katz- und Maus-Spiel? Ich mach dich alle, du verdammter Hundesohn! Wirklich? Ja, aber erstmal rennen wir weg. Sie. Ja, erstmal rennen. Jake, wir können hier nicht kämpfen. Es ist zu gefährlich. Uh-oh. Okay. Hey, Arschloch! Ja, jetzt ist. Ich glaube, wir müssen uns trennen, oder? Nein. Oh, ging es da nicht weiter?
weil da war gerade so eine Plattform und okay. Die ist unter mir eingestürzt. Weg. Oh Mann. So, jetzt müssen wir ihn erledigen. Nimm Schaden. Ja. Mist. Er lässt sich was einfallen. Nimm mich heilen. Weißt du noch, wie viele Magnumgeschosse ich habe? Wie viele hast du? 29. 29? 23. Plus ein ganzes Magazin noch. Ja, ich habe 3. Oh Mann. Aua. Ich war noch in Bewegung. Sehr gut, Cherish. Aua. Ich hab zwar keine Ahnung, was du getan hast. Ja, auch nicht. Aber gute Arbeit. Warte mal. Blendgranate hat nichts zu machen, übrigens. Schlangenemblem. Oh. Was? Ein Emblem? Ja. Ja, an dem Rohr. Komme. Muss ja erstmal alles kaputt machen. Oh Gott. Da an dem Rohr. Ich würde da weggehen, der ist da. Da an dem Rohr. Ja. Absolut. Okay. Jetzt würde ich da weggehen. Oha. Voll eine übergezogen, Mann. Irgendwo habe ich ein Fenster, oder? Der ist meiner. Okay, weg da! Hat er gerade umgerannt? Mit dem Ausgewicht. Ich versuche ja die ganze Zeit die Rollen einzusetzen, aber ich kriege ja nicht richtig. Ja. Mist. Wenn du auf Schaden. Ins Gesicht. Mit der Magnum. Okay, ja. Kontrollpunkt. Viel besser. Ja, mach noch mehr nach, oder? Das ist ihm egal. Er würde alles tun, um uns zu töten. Dieser Mann ist on fire. This man is on fire. Oh. What? Ich renn mal. Aua, er brennt. Ah, da brennt. Ah. Au. Oh, Donk. Hat er gerade Donk gemacht? Ja. Uah. Ich glaube, die ganzen Schüsse bringen auch irgendwann. Der trifft mich nicht. Nein, daneben. Oh. Ich hab elektrisiert. Was machst du da? Ich hab den Metall abgerissen. Nein, meine Kugel. Wie soll ich da jetzt schießen? Das ist schon besser. Okay. Klären wir das mit den Fäusten. Was? Oh, ich habe meinen Elektroschocker noch. Gut. Ja, doch, ich komme. Ja. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Mir. Da ist
Oh. Wenn du meinen Bildschirm sehen könntest. Wenn ich jetzt so ein mal ist. Keine Ahnung, das hier. Ha. Weiß nicht, was ich auch mache. Ich sehe, wie du gerade am Kämpfen bist, aber. Jetzt badet er warm. Sind wir los? Jetzt müssen wir ja los. Ja. Wie ist mit abdampfen? Ja, ich konnte ja irgendwas machen, irgendwie so Schienen irgendwie und Container so runterfallen lassen, aber habe mich genau verstanden, was ich da machen musste. Ich habe es irgendwie nicht nötig gehabt, ich habe den so übel verdroschen. Ja, irgendwie und der hatte ja überhaupt keine Chance. Ich habe den einfach weggeohrt. Oh Gott. Oh. Das hier ist eine Art Lager. Guck mal hier. Wir müssen hier Sachen rein und rauskommen. Stimmt. Ich hab's. Aber scheiße, ich hab keine Waffen mehr. Ja, ich auch nicht. Ich kann auch nicht mal auf mein Inventar zugreifen. Ja, meine TikToks kann ich noch einsetzen. Eins habe ich noch. Ja. Aber wirklich, der Typ, der hat einfach meine Waffe weggekickt. Ja, ich kann das wagen. Ja, ne? Jetzt kannst du aber schießen. Ja. Ein echter Amerikaner. War doch ein Witz. Da. Oh no. Okay. Bisschen schneller. Bisschen schneller. Wow. Ist das schnell? Ja, so ein bisschen. Es gibt kein verdammtes Steuer. Was zur. Wo er da ist. Was zur Hölle? Was ist der denn hier? Gott verdammt! Wie wird man den bloß los? Na los! Wir müssen gleich hoch! Verschwinde endlich! Jay! Los, weiter! Ich hab noch ein HP übrig. ZR. Gute Idee! Links! Oh, noch mehr, okay. Kontrollpunkt. Ja, danke mehr. Ja. Rechts. Links, rechts, links, rechts und links und nochmal. Oh, weiter und alles zusammen. Als Umta bezahlt für diese Art Mission. Ja, Sherry! Klick! Mehr Rohre! Ja! Er hat seinen Grappelhook aktiviert! Das kann auch nicht wahr sein! Ein bisschen mit voll abschwimmen. Ja. Oh. Eine Richtung hätte Waffen. Hier, eine Waffe. Ja, worauf wartest du noch? Meine.
Warum warst du da am Laufen? Was? Du warst doch bei mir am Laufen. Wie romantisch. Ja. Während hinter uns ein Strom von Lava ist. Ja. Es gibt nichts Romantischeres. Er wird 20.000 km ja nach draußen geschossen werden. Ja, yeah, und wir haben es geschafft. Yay. Yeah, wir haben die Jake Story abgeschlossen. Was heißt Jean-Christine Hideki? Mein Gott, die hat irgendwie 5 Namen. Was? Okay. So, tun wir die Crates hier überspringen, ne? Ja, überspringen, weil dazu kommen wir erst, wenn wir mit der letzten Story anfangen, der Ada Story. Ja. Ja, überspringen, warte mal. Ja, außerdem, also, glaube ich, will ich das überspringen, weil der Song hört sich Kopierschutz an. Ja, also los, komm, ich überspring schon. Ja, wird schon. Wo muss man drücken? Ich drücke Escape, ich drücke Enter, ich drücke alles. Ich muss über den. Kann ich's tun! Ich muss über den Song reden. Ja, reden wir über den Song. Ja, 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 ja. Ja. Shit. Ah. Oh, drück irgendwas auf der Tastatur irgendwo. Wo muss dann überspringen? Bringen wir den Song. Boah, überspringen. Boah. Okay. Oh. Oh Gott. Ich glaube nicht. Alles, was Lyrics hat und Text. Nee, lass mal lieber. Das ist gefährlich, das Leben ist gefährlich. Ja. Oh, ein Flugzeug. Solange du halt nicht fliegst. Wesker's Blutprobe wurde den führenden Forschern der UN übergeben. Zusammen mit den Testergebnissen von 6 Monaten aus den Archiven von Neo Umbrella. Jetzt sind die Daten in den richtigen Händen und die Lage scheint sich endlich zu beruhigen. Nach Jakes Rettung haben BSAA-Beamte seine Beziehung zu Albert Wesker als streng geheim eingestuft, da sie eine Bedrohung für die globale Sicherheit darstellen könnte. Entspannter Flug. Mehr will ich doch nicht. Hä? $50. $50? Was? Das habe ich jetzt hier gerade nur wegen einem Taschengeld gemacht? So. Haha. Ich habe mir die Sonnenbrille ausgesetzt. Ah, weder Vater, so der Sohn. Ja, da sitzt der Master wieder auf das nächste Gefährt, das bereits im Crash ist. Ich hab Weskers Sonnenbrille auf. Oh. Dann ist er in ein Auto gecrashed. Kommt alles wieder so zusammen. Ja. Ja, ich habe meinen gleich noch wieder. 0 Tode. Oh. Yeah, wir sind gar nicht gestorben im letzten Kapitel. Und das letzte Kapitel ging 54 Minuten und 19 Sekunden. Oh. Not bad. Wieso hat das Kapitel von Leon so lange gedauert? Hat erst 2 Stunden oder so gedauert. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, Leons Story ist tatsächlich auch die längste. Wir wissen ja nicht, gar nichts über die Ada-Story. Aber, aber das ist mal wieder ein Zeichen für den nächsten Part.
Ja, dann spielen wir Ada's Story. Das ist die Story, genau, die ich auch noch nicht gespielt habe. Ja, Ada's Story, die letzte Story. Das heißt, wir nähern uns dem Finale, Freunde. Ja. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn Master und Daniro auch in Ada's Story mal die ganze Welt vernichten werden. Ja. Also dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Tschüss, Sikorski.